Mirvara Life. Ja, tätet Lütinala. Bonjour, guten Mittag. Ich freue mich sehr, euch heute im Science Afternoon zu treffen. Wir sprechen heute über soziale Innovation. Bonjour tout le monde, on est enchanté de vous voir dans un temps aussi défavorable aujourd'hui. Je vous rejoins aujourd'hui de Bâle et puis on est enchanté de parler sur l'innovation sociale. Sur notre podium, c'est le professeur Hugues Jeanneret de l'Université de Neuchâtel, docteur Catherine Kramer de InnoSuisse. Catherine Kramer von InnoSuisse, Jeanette Mora, eine Founderin im Bereich Kreislaufwirtschaft und Dr. Müfit Szabo aus dem SBFI, der auch Mitherausgeber von volkswirtschaftlicher von Innovation und Forschung in der Schweiz ist. Volkswirtschaftliche Bedeutung von Innovation ist ihm auch als Wissenschaftler kein Fremdwort. Aber wir beginnen gleich bei Hugues Jeanneret. On va parler aujourd'hui en français et en allemand. Tout le monde peut poser des questions dans les deux langues. Die Fragen können in beiden Sprachen gestellt werden. Wer etwas nicht versteht, kann sich im Chat melden. Wir erklären dann gerne, wenn wir so bilingue unterwegs sind. Professeur Jeanneret, qu'est-ce que c'est que l'innovation sociale? Bonjour, merci de m'avoir invité à participer à ce podium. Alors, il y a énormément de définitions d'innovation sociale et certainement qu'on aura l'occasion d'en discuter plus en avant ensemble durant ce podium. Mais si je devais sortir trois termes qui qualifient pour moi l'innovation sociale, ce serait de dire que c'est l'innovation pour la société, de la société, par la société. Je dirais. Ces trois caractéristiques sont pour moi importantes à souligner et elles sont, à mon avis, à prendre de manière générale. Pour la société, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la finalité d'une innovation est sociale et pas nécessairement le marché, c'est-à-dire que l'innovation sociale répond à des problématiques sociales à travers le marché ou autre. De la société, c'est l'idée d'une innovation inclusive, c'est-à-dire que les acteurs de l'innovation ne sont pas que des ingénieurs, ne sont pas que des chercheurs, ne sont pas que des entrepreneurs, start-upers ou autres, mais c'est l'ensemble de la société qui est appelée à entreprendre des changements. Et puis la troisième dimension, par la société, c'est l'idée que finalement, c'est la société qui va contribuer, qui va se prendre en main pour transformer et quelque part réaliser, imaginer son avenir. Il y a quelque chose de très démocratique là derrière, dans un processus participatif de la transformation de l'économie et de la société. Merci beaucoup de cette introduction. Danke für diese Einführung. Catherine Kramer, Sie haben eine wissenschaftliche Laufbahn im ETH-Bereich hinter sich. Sie sind eine Spezialistin in Forstwirtschaft, aber auch eine Spezialistin in Energie. Sie haben die SCCR zur Blüte gebracht und sind jetzt für die Flagships verantwortlich. Was sind Flagships? Also die Flagships, das sind, also mit diesen größeren Konsortialprojekten möchten wir Bereiche oder Stimulationen in Bereichen erwirken, die für einen großen Teil der Wirtschaft und auch für die Gesellschaft von großer Relevanz sind. Man kann sich das ein bisschen vereinfacht so vorstellen, dass wir die Innovationsprojekte sind ja doch relativ bekannt, die sind relativ klein. Meistens werden sie von einem wissenschaftlichen Partner und einem Umsetzungspartner durchgeführt. Und bei den Flagships, da möchten wir wirklich große Konsortialprojekte. Wir möchten viele Umsetzungspartner, Forschungspartner, die transdisziplinär an eine Herausforderung oder ein Problem herangehen und das auch systemisch betrachten und dann halt natürlich auch systemisch herangehen. Und da am Ende soll dann auch eine systemische Innovation herausschauen. Ja, und wie sind Sie zu dieser Erkenntnis gekommen, dass das heute wichtig ist? Also ein Punkt war sicher, dass man während dem Förderprogramm Energie, das in den letzten Jahren, 8 Jahren ja gelaufen ist,
dass da die systemische Betrachtung von Problemen oder Herausforderungen sich ein sehr wichtiger Punkt ist oder war und jetzt natürlich auch immer noch ist. Und daher kam dann auch die Idee auf, dass man eigentlich neben den Innovationsprojekten oder Flagships sozusagen Flagships machen soll, also wir nannten die dann einfach so, und diese sollen die Innovationsprojekte komplementieren. Also es ist nicht grundsätzlich etwas total anderes, aber es ist etwas in eine Richtung, wirklich, wo es um systemische Innovation geht. Und hinzu kommt, dass InnoSwiss mit diesen Flagships Akzente setzen möchte. Also wir möchten Bereiche stimulieren, die wir vorgeben, wo wir finden als InnoSwiss, da braucht es systemische Innovation und da müssen die Forscher und die Umsetzungspartner müssen da etwas erreichen oder etwas tun. Und deshalb geben wir auch gewisse Themen vor, die dann aber doch auch relativ breit sind. Sehr spannend. Also wir haben ja immer in der Schweiz ein ganz starker Bottom-up-Approach, aber vielleicht braucht es bei gewissen Themen auch etwas Top-Down-Impulse. Wir können uns darüber noch unterhalten. Und möchten zu Jeanette Mocha kommen. Sie sind eine Startup-Founderin. Sie sind aus der Praxis gekommen in einem Bereich, wo Sie gemerkt haben, Wegwerfgeschirr, das ist jetzt out. Was war dann der nächste Schritt? Ja, Sie sind noch mute, Sie können noch das Mikrofon antippen, jetzt ist gut. Da bin ich. Ja, also zuerst mal ist das Problem eben sehr sichtbar geworden in den letzten paar Jahren. Und dann musste man sich einfach überlegen, wie will man das lösen? Will man das lösen zum Beispiel, indem man auf kompostierbar umsteigt oder so? Das wäre ja keine soziale Innovation. Aber allgemein alles, was man für einen kurzen Gebrauch produziert, also für eine einmalige Verwendung, ist nicht nachhaltig. Und darum braucht es eben in meinen Augen den Menschen dazu. Und wir haben das eben kombiniert mit der Verhaltensveränderung. Wir haben herausgefunden, was sind die Menschen, die Konsumenten bereit zu machen? Was sind die Gastronomen bereit zu machen? Was können wir bieten? Und haben so unser Angebot gemacht. Also eigentlich über die Bedürfnisse der Menschen. Sehr schön. Also diese Geschichte hat mir sehr gefallen. Jeanette Mocha hat mir im Vorgespräch erzählt, sie hat in einer Stadt gearbeitet, wo das wirklich zum großen Thema wurde, hat sich dann entschieden, noch einen Master an der Fachhochschule Nordwestschweiz zu machen. Und in der Masterarbeit ging es dann genau um dieses Projekt, das wir da in ihrem Rücken auch dargestellt sehen. Und jetzt fliegt es. Sie haben 1500 Partner bereits. Genau, wir haben 1500 Partner und wir sind jetzt auch an der Internationalisierung. Wir haben schon 400 in Deutschland, fangen jetzt gerade an mit Dänemark, Estland, Holland und bald Italien. Also wir denken eben, dass das nicht eine lokale Verhaltensveränderung ist, die wir hier vorwärts treiben, sondern dass das global sein muss. Sehr spannend. Also wir sind nicht die Einzigen, die gestaunt haben. Jeanette Mocha hat mit Recircle auch den CEF Award 2020 gewonnen. Und nun kommen wir zu Müfit Szabo, die volkswirtschaftliche Bedeutung von sozialer Innovation. Wie schätzen Sie die ein? Tout d'abord, merci pour l'organisation de la table ronde que je trouve très très bien. Pour répondre à votre question, je dirais, j'aurais bien aimé en tant qu'économiste vous répondre par un chiffre. On sait tous qu'il est difficile effectivement d'estimer quelle est l'importance de cette innovation sociale dans l'économie. Mais il y a trois aspects qu'on peut prendre en considération. Premièrement, les deux tiers de l'économie de l'OCDE, c'est de l'économie des services. Et qui dit service dit nécessairement aussi social. Deuxièmement, je pense que l'importance effectivement de ce domaine-là va devenir beaucoup plus grande à cause des défis sociaux, comme la protection sociale, l'inclusion, le vieillissement effectivement qu'on doit relever dans les années à venir en tant que société, je dirais globalement. Troisièmement, si on prend l'innovation sociale dans un sens très large, c'est-à-dire comme nouveau mode de production, de consommation, je pense qu'il y a aussi un grand défi et qui va faire que l'innovation sociale dans ces nouveaux modes de production et de consommation, à cause des nouvelles technologies qu'on doit aussi produire, n'est-ce pas, va devenir encore beaucoup plus importante. Donc,
globalement, je pense que cette innovation, cette signification n'est pas encore suffisamment prise en considération, mais elle va que s'agrandir. Sehr interessant. Ich würde gerne wissen, Jeanette Mocha, wer arbeitet bei Ihnen? Was ist das Profil Ihrer Mitarbeitenden? Wir wissen immer, die Schweiz ist quasi groß geworden durch starke technologische Innovationen und wir stellen uns immer vor, hinter jeder Innovation steht ein Techniker, aber möglicherweise ist das nicht ganz korrekt. Wer arbeitet bei Ihnen? Sie sind mute, Sie können davon das, genau, das Team, das besteht eigentlich aus Leuten, denen Umwelt wichtig ist, denen diese Verhaltensveränderung und diese Umstellung von der Einweg- zur Mehrwegverpackung wichtig ist. Wir haben ganz verschiedene Leute, viele kommen halt aus dem Tourismus, weil wir haben ja auch eine sehr internationale Kundschaft, also wir sprechen mehrere Sprachen. Wir sind sehr gute Verkäufer, weil wir müssen ja unsere Innovation verkaufen, unser Projekt. Und die Experten, die holen wir uns eigentlich von außerhalb. Wir haben zum Beispiel einen Designer, einen Industriedesigner, der für uns designt. Wir haben einen Produzenten, der für uns produziert. Wir haben einen IT-Spezialist, der uns unterstützt mit der ganzen IT-Webseite und alles. Wir haben nun beschlossen, dass wir wirklich nur ein Kernteam sind und uns das Know-how, das uns eben das auch das akademische Know-how, das holen wir uns herein. Wir haben auch einen Verwaltungsrat, wo diese Fragen abgedeckt sind, eben Kreislaufwirtschaft, Ökobilanzen, Strategie und so weiter, ja. Vielen Dank. Professeur Genre, deux tiers des études qui sont finies par des gens dans les sciences sociales et humaines. Est-ce que ça vous étonne si vous entendez quels sont les collaborateurs de Jeanette Mocha? Non, pas du tout. Et puis ça rejoint un peu tout ce que nous sommes en train de dire. Finalement, les défis qui ont été notamment mentionnés par Mifid Sabo nécessitent une transdisciplinarité, une interdisciplinarité. Et finalement, je pense que la question de l'innovation sociale, elle est à comprendre, je dirais, en articulation avec les autres types d'innovation tels qu'on les connaît. Je dirais aujourd'hui peut-être le problème dont souffrent peut-être d'autres disciplines que celles de l'ingénieur ou autres, c'est qu'elles n'ont pas été forcément reconnues au même niveau de l'innovation que celles qui ont peut-être dans l'histoire de la Suisse marqué, telles que le Velcro ou je ne sais quoi, ou des belles images, des belles histoires. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, notamment avec des projets tels que Flagship ou autres, l'enjeu est réellement de reconnaître toutes les disciplines, toutes les recherches, toutes les contributions de nos écoles, de la formation à l'innovation et comprendre peut-être comment s'articulent innovation sociale et sciences de l'ingénieur, etc., etc. Mais pas l'une après l'autre ou vice-versa, ensemble. Merci beaucoup. Catherine Kramer, vous m'avez raconté que, Sie haben mir erzählt, dass auch bei InnoSuisse hat man sich Gedanken über diesen Wandel gemacht und Sie haben ganz neue Förderbereiche. Wie sieht die InnoSuisse heute aus? Wie ist sie aufgestellt? Also betreffend Förderbereichen hat man einfach spezifisch, also vom Wechsel von KTI zu InnoSuisse, einen Bereich Social Science gebildet, also Social Science und Business Management. Das ist wirklich ein Bereich, den hat man wirklich aufgestellt, dass man sieht, InnoSuisse fördert in diese Richtung und möchte auch da vermehrt tätig sein und Fördergelder sprechen. Es ist leider noch so, dass das der kleinste Bereich ist. Das heißt, wir haben hier noch kommunikativ viel zu tun und auch die Gesuchsteller müssen auch noch viel lernen, wie man Gesuche einreicht, auch gute Gesuche und dass man da wirklich gute Projekte auch auf die Beine stellen kann. Aber man sieht bereits heute, dass es wirklich gute Projekte gibt in diesem Bereich und dass das ein sehr wichtiger Bereich ist, den man auf keinen Fall vernachlässigen darf. Was macht ein gutes Projekt aus? Ja, es zeigt natürlich, es zeigt auf, dass
Weil die Innovation natürlich, was ist neu im Vergleich zu dem, was bereits besteht und was ist auch der Mehrwert? Wir sehen sehr oft, dass hier auch die Gesuchsteller ein bisschen eine Hemmschwelle oder eine Problematik haben, das wirklich darzustellen. Es geht nicht darum zu sagen, ja, es gibt so viel Gewinn oder so viel Ertrag oder das ist das in Zahlen unbedingt darzustellen, was man damit erreicht, sondern wer sind am Schluss, was ist der Mehrwert auch für die Gesellschaft, was ist der Mehrwert für Teile von der Gesellschaft, was bringt das, kann ich damit beispielsweise Kosten einsparen. Klar ist es gut, wenn man das dann auch in Zahlen ausdrücken kann, aber da sieht man sehr oft, dass die Personen oder die Gesuchsteller noch ein bisschen Mühe haben. Und wenn man das aber aufzeigen kann und es wirklich dann auch ein Projekt ist, das zeigt, hey, das ist etwas Neues, dann wird das natürlich auch bei uns bewilligt und sehr gerne gesehen, dass das dann auch durchgeführt wird. Also müssen wir etwas herumsprechen, dass bei InnoSwiss geht es nicht nur um Technologie, sondern es geht um ganz viele verschiedene Bereiche. Ganz Danke wichtig. Mal für diese Hinweise. Mifi Zabo, qu'est-ce que vous pensez, quelle est la valeur de l'innovation sociale quand vous regardez votre publication sur recherche et innovation en Suisse? Quels sont les résultats qu'on trouve là-bas? Sie sind noch stumm, Sie müssen sich schnell einschalten. Voilà. Je pense que c'est difficile d'estimer maintenant les résultats de cette publication. Et je vois qu'avec des tables rondes comme ça ou d'autres discussions à l'Université de Neuchâtel, etc., que la discussion commence à en prendre. Et puis, je suis très, très content parce que je dirais, si vous permettez de revenir aussi peut-être à la question des sciences sociales humaines, parce que c'était un peu l'objet aussi de la publication de cette étude-là, de montrer le rôle important des sciences sociales et humaines dans l'innovation en général. Je pense que ce but-là est maintenant atteint dans la mesure où il y a quand même une discussion politique qui a été ouverte. Et si vous me le permettez, je dirais il y a trois choses que je vois dans le rôle des sciences sociales et humaines qui devraient effectivement être encore plus discutées aussi que la politique au niveau, je dirais, des agences d'encouragement aussi. Il y a une dimension évidemment d'analyse, description, de communication, d'évaluation que les sciences sociales et humaines doivent amener effectivement dans le défi. Donc là, il y a une contribution énorme qu'ils peuvent amener. Quand on pense surtout, je dirais, aux groupes défavorisés qui n'ont pas nécessairement les pratiques, je dirais, de vie existentielle, qui ne sont pas toujours très, très bons, plutôt préjudiciables, là, il y a aussi une contribution que les sciences sociales et humaines peuvent amener, n'est-ce pas, en allant analyser, en allant peut-être aussi donner des conseils, etc. Et puis personnellement, je pense qu'il y a une troisième dimension que les sciences sociales et humaines doivent nous amener. Il ne faut pas oublier que les défis, les SDG, etc., les défis sociaux, mondiaux, les SDG, ont quand même une touche, je dirais, morale. Et les sciences sociales et humaines, et là, je dirais, je mets l'accent sur le mot plutôt humain, n'est-ce pas, ont aussi un rôle à jouer là-dedans. On a quand même une responsabilité, je dirais, de vie sociale en tant qu'être humain. On est des êtres humains moraux et les sciences sociales et humaines peuvent aussi effectivement contribuer à ça. Vielen Dank für diese Zusammenfassung und dass Sie den Stab brechen für eine oft verkannte Wissenschaft, wenn sie doch eigentlich an der Wurzel aller Lösungen auch sich befindet. Wir wollten natürlich auch von Ihnen als Zuschauer etwas erfahren und aimerait bien savoir ce qui est votre opinion sur certains points. Et nous avons préparé un petit sondage électronique que je prie Ursine de la lancer ou Karine. Ja, wir haben eine kleine Umfrage vorgestellt. Sie sollten da in zwei Sprachen quasi sehen, was wir von Ihnen wissen möchten. Wir werden dann im zweiten Drittel schauen, was Sie für Impulse uns mitgegeben haben. Und übrigens dürfen Sie auch immer Fragen im Chat stellen an unser Podium.
Je vous prie de remplir ce sondage et puis on va en discuter dans le deuxième tiers de notre entretien. Et vous pouvez aussi poser des questions dans le chat. Ma commentatrice Lucie Stoss va le signaler tout de suite et comme ça, on peut vous introduire dans notre discussion. Nun möchten wir uns überlegen, wer ist am Innovationsprozess beteiligt? Hugues Chandra, quels sont les acteurs dans le processus d'innovation? Dans le processus d'innovation ou dans l'innovation sociale, moi je dirais de toute manière, on semble converger hein, vers une définition assez générale. Mais finalement, c'est potentiellement tout le monde. Et puis, il n'y a pas d'innovateur né, je dirais, c'est plutôt les fonctions. Et puis, en tant que théoricien, Schumpeter, par exemple, quel grand théoricien de l'innovation, disait que finalement, il n'y a pas de profession d'innovateur. On est entrepreneur. Pour lui, c'était la personne qui entreprend le changement. Et puis ça peut être un patron d'entreprise, ça peut être un employé d'entreprise, ça peut être n'importe qui a ce statut-là. Et je pense que réellement aujourd'hui, par rapport à ces défis, par rapport au fait, comme l'a dit Mufit Sabo, mais comme l'illustrent aussi les deux interlocutrices, les gens veulent agir sur les problèmes, les prendre en main. Et aujourd'hui, tout le monde est appelé à être d'une manière ou d'une autre entrepreneur. Ce qui est important, je pense, encore plus aujourd'hui, et c'est ce que nous mettions un peu au cœur de notre analyse sur l'innovation sociale, les sciences humaines et sociales, c'est que finalement, aujourd'hui, on n'est pas entrepreneur seul. On ne l'a jamais été. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait la co-innovation et, à mon avis, le cœur réellement des acteurs de l'innovation, et c'est savoir comment est-ce qu'on va co-entreprendre, co-innover ensemble. Donc, tout le monde peut l'être dans une dynamique, finalement, de changement. L'autre question, c'est qu'une fois qu'on a entrepris quelque chose, il faut aussi diffuser. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui doit vraiment être mis sur la table, réfléchir à ce changement systémique. Ce n'est pas avec des petites choses qu'on va forcément toujours changer le monde. Et l'exemple de Recycle est un bon exemple. C'est-à-dire qu'il y a la dimension internationale, la dimension upscaling, qui est à mon avis important. Et là, les acteurs peuvent être différents. Ils sont encore difficiles à identifier, je dirais. Vielen Dank für diesen Hinweis zu den Akteuren, zu der Co-Kreation, aber auch zum Upscaling oder zur Skalierung von sozialen Innovationen. Es wurde Jeanette Morin angesprochen von Professor Chandra. Wie war es, Sie haben bei der Stadt Bern gearbeitet, in welchem Jahr war das? Heute vor 10 Jahren. Genau. Und was haben Sie dort erlebt? Man hat dort etwas ganz Neues eingeführt. Genau, also das ist eigentlich so, wie ich finde, dass es gut funktionieren würde. Und zwar hat die Stadt Bern als erste Stadt in der Schweiz einen Mehrwegartikel gehabt. Also das heißt, auf öffentlichem Grund, bei Veranstaltungen auf öffentlichem Grund, musste der Veranstalter auf Einweggeschirr verzichten. Ich habe dann Beratungen gemacht für diese Caterer und diese Veranstalter und das war natürlich ein Aufschrei, das war etwas total Unbekanntes. Sie haben gedacht, die Welt stürzt ein und sie können sich nichts mehr leisten. Und am Schluss, jetzt ist das für uns Berner völlig normal. Ja, wir haben am Gurtenfestival, haben wir Becher, die uns ewig bleiben im Küchenschrank. Genau, aber diese Becher könnten Sie eben wieder beim nächsten Fest zurückbringen. Das ist eben das Gute an Mehrwegsystemen, wenn es eben nicht nur auf ein Event oder auf eine Stadt begrenzt ist. Das wollen wir auch jetzt mit Recircle, darum wollen wir ja skalieren. Aber das war eben gut. Also die Stadt hat wieder einen Input gegeben für eine Verhaltensveränderung. Sie haben gesagt, und das war übers Stimmvolk angenommen worden, das war also eine Volksabstimmung, das neue Abfallreglement der Stadt Bern. Das war natürlich das super Argument, ja, ihr habt das abgestimmt, das machen wir jetzt, das ist jetzt im Gesetz, oder? Und das war ja einfach, weil das war auf öffentlichem Grund, oder? Und dann haben wir das einfach dann angepasst auf den Privatgrund. Mein Chef dazu mal hatte dann gesagt, ja, und jetzt machen wir noch was gegen diesen Müll, der aus den Takeaways kommt. Das war vor 10 Jahren schon schlimm. Und dann haben wir dann eben
vielleicht das nicht mehr als Stadt machen können, weil ich glaube, so ein Mehrwegsystem auf Steuerkosten wäre wahrscheinlich nicht bei allen so gut angekommen, finde ich auch nicht nötig. Dann ist eben dann die Privatwirtschaft als eingetreten, oder? Die Stadt Bern hat aber das ganze Recircle und das Pilotprojekt, das Grüne Tatze geheißen hat, immer stark gefördert und positiv kommunikativ unterstützt. Also ich denke mir, es braucht wirklich also den Akteur Gesetzgebung oder Government, das hilft extrem, wenn das auf einer Linie ist mit den Bedürfnissen oder mit den Problemlösungen, die auf dem Markt sind. Mais Fitzabo, si vous entendez quelle est la rôle de l'État dans le cas de Recircle et puis vous regardez vers la politique d'innovation, qu'est-ce que ça signifie pour la Suisse? Est-ce que l'État fait les bonnes choses? Bonne question, effectivement. Je ne sais pas si l'État fédéral fait les bonnes choses, mais on a en tout cas au niveau, je dirais, des instances gouvernementales d'autres niveaux, que ce soit au niveau cantonal ou régional, effectivement, de très bons exemples. On a justement Berne ou d'autres exemples aussi. Je pense qu'on peut en faire beaucoup plus, mais en tout cas, la contribution, effectivement, du gouvernement ou des politiques en général me paraît absolument indispensable. Et je veux dire, maintenant, on commence aussi au niveau de l'État fédéral avec ses flagships de InnoSuisse, etc. On commence aussi à prendre un tout petit peu, je dirais, la mesure du problème et puis à encourager dans ce sens-là. Donc, c'est un bon début, mais je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Also, wie würden Sie die Rolle des Marktes in der sozialen Innovation beurteilen? Weil wir haben ja eigentlich bei der technischen Innovation immer sehr stark auf den Markt gesetzt. Ist das das Gleiche oder sehen Sie dort Unterschiede? Moi, je pense que là, il faut distinguer peut-être les innovations sociales en deux catégories. Effectivement, il y a des innovations sociales qui, d'après moi, doivent dès le début accompagner les innovations technologiques. Alors, bon, on parle de business model, de ça, ceci, mais il y a quand même un grand groupe d'innovations sociales qui doivent absolument accompagner ces innovations technologiques pour que ces innovations soient appropriées par la société, utilisées, diffusées, etc. Et là, c'est clair que le rôle du marché est grand. J'entends si le marché n'accepte pas non plus certaines pratiques sociales, on ne va jamais y passer. Par contre, il y a une deuxième catégorie peut-être d'innovation sociale qui ne passe pas nécessairement par le marché. Et là, je pense que le rôle du gouvernement est beaucoup plus grand, surtout dans son rôle de financement, parce que c'est souvent des projets qui ont besoin de beaucoup plus de financement, puisque le marché n'existe peut-être pas, ou pratiquement pas. Et puis, deuxièmement, dans la diffusion, effectivement, de ces innovations qui peuvent être, soit exportées ailleurs ou upscalées, etc. Ja, also jetzt haben, vielen Dank, Katrin Kramer, wir haben einige Stichworte gehört. Upscaling ist ein Stichwort und das andere Stichwort ist, es gibt auch Projekte, die nicht ganz beim Markt sind. Wenn wir jetzt zurückblicken, was haben Sie aus den SCCR genau gelernt? Dort ging es ja auch darum, Verhaltensänderungen und technologische Innovationen zusammenbringen und uns mit Energieforschung irgendwie vorwärts zu bewegen, um das CO2-Problem zu lösen. Was sind die Learnings dort aus den SCCRs? Also das Learning daraus, also wir haben ja also jetzt spezifisch auf die soziale Innovation gesehen, ist sicher, dass der Aufbau dieses SCCR CREST wichtig gewesen, das ist im sozialen Bereich anzusiedeln. Da ist es einfach die Frage, die hat sich dann dargestellt, war es jetzt die richtige Vorgehensweise, dass man einfach ein SCCR gebildet hat, das in diesem Bereich ist und das dann irgendwie versuchen muss, die 7 anderen technischen SCCR irgendwie zu begleiten oder zu unterstützen? Oder hätte man nicht besser die soziale Forschung oder Innovation
innerhalb dieser technischen SCCR gleich integriert. Also wenn Sie mich persönlich fragen, wäre ich natürlich da eher bei der zweiten Lösung, auch wenn jetzt die erste natürlich super war für das, dass man es gemacht hat, weil man beispielsweise in Deutschland auch solche Energieprogramme machte, ganz ohne soziale, also ganz ohne den sozialen Bereich. Und da bin ich also schon auch bei bei dem, was vorher gesagt worden ist, dass es einfach soziale Innovationen gibt, die die technischen Innovationen einfach begleiten müssen. Und deshalb braucht es eine systemische Betrachtungsweise. Und das ist mit auch ein Grund, weshalb die Flagships gebildet wurden oder aufgezogen wurden, weil da ist neben dem systemischen Aspekt, der wirklich abgebildet werden muss, die Transdisziplinarität ein Schlüsselfaktor. Das heißt, die soziale Innovation, die spielt bei allen Flagships eine große Rolle, wenn man wirklich einen systemischen Wechsel erreichen möchte. Mm-hmm. Vielen Dank. Monsieur Chandra, vous avez déjà mentionné le upscaling ou la mise à l'échelle, die Skalierung von Innovation. On sait qu'il y a beaucoup de startups qui se font et puis ils ont 5 collaborateurs ou collaboratrices et puis après, ils sont tout à fait contents. Est-ce que ça peut être le but de la promotion de l'innovation? Alors, bon, alors, il y a déjà le grand débat sur l'histoire des startups, effectivement, dans le domaine social ou autre, hein, avec effectivement tous ces soutiens à l'émergence, je dirais, de l'innovation. Et là, je pense qu'aujourd'hui, dans tous les domaines, y compris de plus en plus aussi dans le domaine de l'innovation sociale, on sait bien quels sont les instruments qui peuvent encourager l'innovation sociale. Alors, on fait du design thinking, on a du coaching, on a toute une série de programmes qui permettent l'émergence de projets entrepreneuriaux, qu'ils soient sociaux ou autres. Donc là, je dirais même que le problème politique, il est déjà résolu. On a déjà, depuis une trentaine d'années, développé, depuis les années 80, ces outils-là. La question du upscaling, elle est encore ouverte, et je dirais à tous les niveaux. Aujourd'hui, on essaie de faire des scale-up, on parle plus de start-up, mais de scale-up, mais on ne trouve pas vraiment aujourd'hui les instruments politiques, les outils pour vraiment encourager cette diffusion. Et je dirais, le défi est encore plus grand dans le domaine de l'innovation sociale parce que, justement, souvent, le marché ne joue pas ce rôle de diffuseur qu'il joue dans d'autres innovations. Si on part du principe qu'une innovation sociale n'est pas forcément a priori tirée par le marché, tous les enjeux de changement systémique sont hyper importants, sont très importants, et là, on n'a pas encore réellement trouvé des instruments politiques pour cela. C'est du changement institutionnel, c'est du réseautage global, c'est de la mise en réseau, c'est des échanges de pratiques, etc. Et là, on n'a pas encore les outils appropriés, je pense. Merci beaucoup. Jeannette Mora, Sie haben uns gesagt, Sie sind daran zu skalieren, zumindest auf europäischer und auf Schweizer Ebene. Was bräuchte ein Startup wie Ihres, um jetzt zu wachsen und systemisch zu werden? Ich denke mir, das Netzwerk ist extrem wichtig, weil wir arbeiten ja mit anderen Firmen zusammen, die das Gleiche machen wie wir. Also wir haben den Ansatz Think Global, Act Local, weil genau das, was Herr Schanere gesagt hat, stimmt für mich total. Was hier funktioniert, funktioniert in einem anderen Markt vielleicht nicht genauso. Da muss man wieder schauen, was sind die Bedürfnisse von der Gesellschaft dort. Ich kann zum Beispiel nur ein kleines Beispiel geben. Bei uns sind die 10 Franken Depot für die Box kein Problem. In anderen Ländern ist das ein Riesenproblem, darum müssen wir jetzt das Depot digitalisieren. Also Sie sehen, es sind so kleine Sachen, die bei uns... Also das haben wir nicht mal darüber nachgedacht, oder nach dem Test, nach dem erfolgreichen. Das kommt jetzt auf uns zu und das sind so diese kleinen Sachen. Also für mich ist eben das Corona, dass zum Beispiel keine Messen stattgefunden haben oder dass alles digital ist, dass jetzt viele in ihrer Garage etwas entwickelt haben. Das ist für mich das Schwierige. Oder man muss wie raus, man muss das Netzwerk vergrößern, man muss schauen, wer ist da, wer könnte das, wer hat diese Skills, wer hat diese Passion für Abfallvermeidung und so, das bräuchten wir, also wir bräuchten wie Vernetzung und also wir sind auch mit InnoSwiss
in Kontakt. Die machen so Camps, oder, wo es eben genauso um diese Vernetzung geht. Und solche Sachen sind natürlich sehr hilfreich für uns. Ebenso Funding und so, das braucht es nicht mal unbedingt von der Schweiz aus, aber vielleicht eben diese Vernetzung, das wäre wichtig. Also unser Kernmarkt Frankreich ist wahrscheinlich jetzt für die nächsten 2 Jahre gestorben, aber wir werden sehen, ob wir andere Länder onboarden können. Also was ist in Frankreich passiert? Wir haben sie rausgeschmissen aus der EM gestern. Ah, deshalb. Nein, aber sind die Franzosen so nachtragend? Ich bin nicht ganz sicher. Es war doch ein ehrlicher Kampf. Ja, also es ist allgemein, Fußball ist sehr emotional, genau gleich wie Abfall, oder? Aha. Ja, vielleicht wenn sie mehr in den Inhalt als in die Verpackung hätten, wären sie kräftiger gewesen. Aber wir sind ja froh, dass es gelungen ist. Ja. Mais Fitzabo, qui est-ce qui peut être jouer un certain rôle dans ce scale-up, dans cette mise à l'échelle et dans le réseautage? Est-ce que c'est l'État ou c'est des privés? Je dirais pourquoi pas les deux. Je suis d'ailleurs très étonné de voir effectivement que les entreprises d'innovation sociale se trouvent exactement devant le même problème d'internationalisation de scale-up au niveau international que les start-up technologiques, parce que pour les start-up technologiques, on connaît le problème. C'est un problème, effectivement, de trouver suffisamment de financement pour pouvoir s'internationaliser et jouer sur le marché international, n'est-ce pas? Et là, je dirais, la solution dans ces entreprises-là ne peut venir que du privé et de l'État en même temps. Et je pense que ça vaut aussi pour les entreprises qui sont plutôt actives dans le domaine de l'innovation sociale. Il faut les deux, je dirais, sous différentes formes. Ça peut être sous forme de PPP, ça peut être sous forme de subventions directes, ça peut être sous forme de subventions, peut-être effectivement réseautage, etc. Mais sans avoir, je dirais, les deux acteurs principaux à côté de la société, je ne pense pas qu'on puisse réussir. Ja. Katrin Kramer, wenn wir noch mal zurückkommen zu den Flagships. Sie haben gesagt, es geht dort um systemische Innovation, es geht dort um Projekte, die entstehen. In welchen Bereichen sollen die entstehen? Wir haben da verschiedenste. Ich gehe jetzt gerade schnell auf meine Seite, dass ich da auch ja nicht irgendwelche falschen Themen jetzt sage, die ich nicht im Kopf habe. Also wir haben zwei grobe Oberthemen definiert. Und das eine ist die Bewältigung der durch Covid-19 induzierten beschleunigten digitalen Transformation. Und das zweite ist die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit sowie Nachhaltigkeit und Verringerung der Anfälligkeit von Gesellschaft, Infrastruktur und Prozessen. Die sind also sehr, sehr breit. Und wir haben dann unter diesen, also pro Thema, haben wir dann 4 Focus Areas definiert, die aber auch wiederum relativ breit sind. Unter dem ersten Thema sind das Bildung, Lernen und Lehren, Tourismus und Reisebranche, Immobilien und Stadtplanung und Gesundheitswesen und Medizintechnik. Und in dem zweiten Topic sind es demografischer Wandel, Lieferketten, Widerstandsfähigkeit von IKT-Infrastrukturen und Dekarbonisierung. Sie sehen also, die soziale Innovation oder Themen für den Bereich Social Science sind da sehr gut abgedeckt und kommen also fast noch ein bisschen vor den technischen Themen. Vielen Dank. Also Sie haben gesagt, Sie haben jetzt den Call geschlossen. Ja. Sie sind jetzt am Evaluieren. Also wir können nicht morgen einen Gesuch machen. Nein. Also wir haben den Call, der wurde lanciert Anfang Jahr. Da haben wir die Themen auch publiziert. Also es ist ein zweiphasiger Prozess. Die Pre-Proposals, die wurden eingegeben Ende März. Und jetzt sind die Gesuchstellenden am Erarbeiten des Proposals und das muss eingegeben werden bis am 13. August. Und ich hoffe, dass dann natürlich Ende Jahr und Anfang nächstes Jahr die ersten Flagships starten. Und wie waren Sie zufrieden? Also gibt es eine breite Verteilung, viele Leute angesprochen? Ja, also es war erstens mal ganz viele Gesuche. Also wir haben 78 Gesuche erhalten. Wir hätten nie damit gerechnet, dass wir so viele Gesuche bekommen.
Wir haben, also das angefragte Förderbudget belief sich auf rund 260 Millionen Franken und wir haben 40 Millionen zu vergeben im ersten Call. Und wir hatten 45 Gesuche im Topic 1 und 33, wenn ich es richtig sage, im Topic 2. Und die meisten Gesuche, also wirklich ein Viertel aller Gesuche, kamen im Bereich Bildung, Lernen und Lehren. Und jetzt ist es so, dass wir die erste Evaluationsphase durchhaben. Wir haben Empfehlungen ausgesprochen an die Gesuchstellen, ob wir finden, dass Ihr Vorschlag ein Potenzial hat für ein Flagship. Und jetzt sind sozusagen 33 Flagships noch im Rennen. Also die haben eine Empfehlung erhalten für die Ausarbeitung eines Proposals. Und da sind wir dann gespannt, was alles kommt. Aber wir sind sehr zufrieden. Und ich kann auch sagen, von der Eingabe her, also die Verteilung, wie sie reingekommen sind und wie wir jetzt die Empfehlungen ausgesprochen haben, das hält sich die Waage. Also das ist in etwa gleich. Also das heißt, alle Bereiche haben gute Gesuche eingereicht. Also es ist wirklich ist sehr erfreulich. Ja. Ja, das klingt wirklich gut. Und wenn man jetzt Lust bekommt als Zuschauerin und Zuschauer, wann ist der nächste Call? Wir planen, also InnoSwiss plant, reguläre Calls zu machen. Es ist jetzt noch nicht in Stein gemeißelt, ob wir die jährlich machen oder ob wir auch mal ein Jahr auslassen. Was ich jetzt schon sagen kann, also wir planen einen Call für das nächste Jahr, dass wir Themen ausschreiben. Wann das, also es wird sicher nicht vor Sommer sein, aber ich kann auch nicht sagen, ja, es ist wirklich Sommer, es könnte auch sich noch etwas verschieben. Also es ist alles noch in Planung, aber mit großer Wahrscheinlichkeit wird ein Call lanciert nächstes Jahr. Sehr spannend. Also da werden wir uns sicher an der Kommunikation beteiligen. Wir haben wirklich gemerkt, mit diesem Thema soziale Innovation, unser Netzwerk ist sehr begeistert, dass man hier jetzt ein gezieltes Instrument hat. Ja, Schweiz und internationale Programme, Muffi Szabo, quels sont les instruments à l'étranger que, dont vous avez envie de les avoir en Suisse? Je dirais, premièrement, à l'étranger, on a beaucoup plus de subventions directes que chez nous, n'est-ce pas? Contrairement à ce qu'on fait avec InnoSwiss, ce qui est aussi très, très bien. Hein. Mais nous avons beaucoup moins de subventions directes. Et je pense que dans le domaine de l'innovation sociale, il faut effectivement réfléchir sur, je dirais, l'adéquation de nos instruments pour la promotion de ces innovations sociales. Est-ce qu'on est dans le juste ou pas? Ça, c'est peut-être le premier instrument, je dirais, que je voudrais qu'on regarde beaucoup plus près. Peut-être aussi au niveau, je dirais, de l'encouragement de la diffusion des innovations sociales. Il faut qu'on fasse un effort. Il y a beaucoup de pays qui font beaucoup plus que nous. Organiser des prix d'encouragement, ça ne doit pas nécessairement être des prix, je dirais, monétaires ou autres, mais aussi, ça peut être, je dirais, des prix peut-être culturels ou de statut ou autres, n'est-ce pas, qui peuvent aussi aider à encourager beaucoup plus d'innovateurs sociaux. Et puis, peut-être, je dirais, regarder aussi si au niveau du financement, surtout, je pense au crowdfunding, est-ce qu'on a vraiment une réglementation suffisamment souple et flexible pour qu'on puisse aussi aider les entreprises ou les innovateurs dans le domaine social, parce que ça me paraît quand même important, c'est là qu'on commence, n'est-ce pas, soit par la famille, soit par le crowdfunding, surtout dans ces domaines-là. Et puis, je pense qu'on le fait déjà, mais on peut quand même faire un tout petit peu plus aussi de l'encouragement dans l'entrepreneuriat social, beaucoup plus diffusé, effectivement, aussi. Et puis, dans certains pays, je ne sais pas si c'est faisable en Suisse. On a eu des expériences qui n'ont pas vraiment abouti, mais est-ce que des laboratoires réels pourrait jouer en Suisse, c'est à voir, je dirais. Merci beaucoup. Hugues Chandra, si on vous demanderait quels sont les développements souhaitables en Suisse en termes d'instruments de promotion d'innovation sociale, qu'est-ce qui nous manque? Alors, je dirais qu'un des grands dilemmes qui est posé, et puis je dirais un des grands dogmes, je dirais, de la promotion d'innovation en Suisse,
c'est ne jamais payer directement une entreprise. Alors ça, c'est une question qui se pose peut-être aussi après Covid et autres, mais je ne souhaite pas forcément rentrer dans ce débat qui est un grand débat. Par contre, à mon avis, ce qui est un chantier important, c'est comment est-ce qu'on peut inclure dans ces processus d'innovation, innovation sociale, d'autres acteurs que les entreprises traditionnelles et les acteurs de la recherche, dont je fais aussi partie, et peut-être aussi, alors c'est un chantier, il y a une part du gâteau, peut-être à répartir différemment, ou alors à grandir le gâteau, c'est toujours un petit peu des questions à débattre. En dehors de cela, je pense aussi à la question de l'éligibilité pour des fonds tels que InnoSuisse ou autres, pour des organisations non gouvernementales, à but non lucratif, par exemple, pourrait être, à mon avis, aussi une grande piste de réflexion pour la suite, si on considère que tous les acteurs de la société sont des acteurs potentiels de l'innovation. Donc là, il y a effectivement un grand débat à mener sur ce qu'est l'innovation et qui peut y contribuer et qui peut bénéficier aussi de financement. Mais là, effectivement, je ne crois pas qu'il y a une solution générale. C'est comme en Suisse, toujours, il faut avoir une solution démocratique, il faut que ça fasse débat. Ja. Also die Beitragsberechtigung, wer bekommt eine Förderleistung für Innovation? Jeanette Moha, wie war das bei Ihnen? Also Sie haben zwar in einer Masterarbeit Ihr Konzept entwickelt, aber dann haben Sie die Hochschule verlassen. Und dann wären Sie beitragsberechtigt gewesen? Nein, nicht über diese Programme. Ja. Das hat nicht. Haben Sie das Problem gelöst? Also für mich war klar, dass ich nicht ein spendenbasiertes Projekt aufbauen will, weil ich wollte eine Branchenlösung und ich wollte weiterentwickeln. Also wir sind eine AG und wir möchten Gewinn erwirtschaften. Allerdings ist in unserem Leitbild wird der Gewinn nachher sofort investiert wieder in neue Produkte oder neue Projekte, eben zum Beispiel Internationalisierung. Aber es ist ganz, wir wurden ganz klar nicht gefördert von diesen Projekten. Wir sind einfach ganz normal wie eine Firma. Wir haben Wachstumskapital, Darlehen, Equity. Einfach, ja. Dann sind wir sicher, dass wir nicht Spielball eines, also von der Politik oder auch von den Trends werden. Jetzt ist Grün wieder mehr in, vielleicht ist es nächstes Jahr wieder weniger in und so. Und wenn man dann auf Spenden basiert, oder dann kann man nicht überleben. Vielen Dank für diesen Einblick ins Cash-Management. Mifi Szabo hat sich gemeldet und dann hat sich Lucy dann auch gemeldet mit Fragen aus dem Publikum. Also ganz kurz, Mifi Szabo, zur Beitragsberechtigung, oder? Plutôt, je dirais, sur la question des instruments et du financement des innovations sociales, deux mots. Là-dessus, parce que quand on parle d'innovation sociale et puis qu'on vient effectivement à la revendication d'avoir beaucoup plus de financement pour ces innovations sociales, on rencontre souvent dans les milieux politiques la réponse « oui, mais on a déjà une politique sociale, n'est-ce pas ? On n'a pas besoin de financer deux fois la même chose ». Mais je pense que c'est une mauvaise compréhension de la chose, parce que quand on dit « financer l'innovation sociale », c'est de dire, c'est ne pas financer l'implémentation d'une innovation sociale, d'une nouvelle idée, etc., mais plutôt la création et le développement effectivement de telle idée. Et je pense qu'à partir du moment où une idée est localement ou socialement acceptée, puis qu'on puisse implémenter, ça peut très bien passer dans le domaine de la promotion de la politique sociale, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas qu'on demande de l'argent, de la politique sociale, si on demande de l'argent pour l'innovation sociale. C'est tout ce que je voulais dire. Ja. Nein, sehr, sehr interessant, dass man da über die Weiterentwicklung von ordnungspolitischen Theorien nachdenken muss, weil als die entstanden sind, stand ja wirklich einfach, dass die technologische Förderung von Firmen am Markt im Vordergrund. Jetzt zu Lucy, du hast ziemlich viele Fragen aus dem Chat. Also genau, das meiste sind Hinweise, die Sie sich gerne anschauen können. Zum einen zur Plattform, zum Social Entrepreneurship, wo es auch viele Möglichkeiten gibt, um sich zu vernetzen. Das wäre für Frau Mora sicher interessant. Vielleicht kennen Sie das auch schon. Kennen wir schon, ja.
Dann war auch noch ein Hinweis auf das TNT-Programm, auch von InnoSwiss. Intern, entschuldigen Sie, wo es auch um die Förderung von Innovation geht. Das sind die nationalen thematischen Netzwerke. Und für alle, die sich jetzt danach etwas mehr mit dem Thema Innovation und Staat beschäftigen wollen, noch ein Lesetipp von Mariana Mazzucato, die Entrepreneurial State, wo vermerkt wird, dass eben die These, dass nur der Markt technologische oder allgemeine Innovation fördert, dass das umstritten ist, weil bei praktisch allen großen technischen Innovationen eben der Staat eine zentrale Rolle gespielt hat. Genau. Ja, wenn euch das interessiert. Da hatten die Akademien ja zu Gast. Sie hat vor 2 Jahren den Alea-Preis gewonnen in Bern und wir haben sie live erlebt. Es war wirklich inspirierend. Nicht nur lesen, man muss sie auch mal hören. Und ich hoffe sogar, dass vielleicht dem TEDnet es gelingt, für den nächsten Anlass sie zu gewinnen. Jetzt, Ursin, Holderer, also, hast du mir noch die Ergebnisse von der Sondage? Voilà. Ja, so sieht sie, genau. Was haben unsere Leute gedacht? Wie viele Mitarbeitende von Startups sind in den Geistes- und Sozialwissenschaften tätig? Ja, die meisten hatten das Gefühl 16%, aber in Tat und Wahrheit sind es 26%. Das stimmt so, oder? Herr Schanra, Sie haben das in Ihrer Studie herausgefunden. Sie sind mute. Oui, en fait, c'est une partie du rapport qui a été faite par d'autres collègues, en fait, effectivement. Ah, Müfit Szabo pourra mieux en parler que moi. Genau. Müfit Szabo, möchten Sie das kommentieren? Fast ein Viertel von Personen? Oui, effectivement, ça, c'est le résultat d'un sondage d'un autre groupe de recherche que celui de l'Université de Neuchâtel. On était, je dois avouer qu'on était aussi étonnés d'un côté, parce que quand on pense start-up, on pense surtout technologie, mais si on prend tous les start-up, ce n'est pas très étonnant. Donc, 26%, je dirais, on peut même penser que c'est peu, n'est-ce pas? Je pense qu'avec une start-up qui vieillit, la part des gens qui viennent des sciences sociales et humaines augmente plutôt, n'est-ce pas? Mit der Skalierung wächst dann quasi der sozialwissenschaftliche Teil. Das exactement. Ja. Dann haben wir auch wissen wollen, was das Publikum denkt, wie man die Innovation die soziale Innovation fördern sollte. Am meisten Punkte gab es durch die Stärkung von Inter- und Transdisziplinarität. Sehr spannend. Wir sollten also mehr mit verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten und hoffen natürlich, die Flagships bieten Grundlage dazu. Dann gefolgt von durch die Involvierung von Bürgerinnen und Bürgern in Projekten. Also wir haben im Moment zwar die Möglichkeit, Bürgerinnen und Bürger in Projekten einzuschließen, aber sie sind nicht beitragberechtigt. Also sie können so als Praxispartner dabei sein bei InnoSwiss oder Nationalfonds. Also auch hier gilt es noch einiges zu überlegen. Durch den stärkeren Einbezug von sozialer Innovation in die Innovationspolitik. Auch hier haben wir fast 60%, die gefunden haben, das muss man noch viel stärker mitdenken. Und dann presque en égalité par des programmes de recherche spécifiques en sciences humaines et sociales oder en propagant des idées de l'innovation sociale, also die Innovation als soziale Innovation im Bewusstsein der Bevölkerung oder der Gesellschaft zu stärken. Und dann wollte niemand den Markt als Steuerungsmechanismus der sozialen Innovation und am meisten fanden, dass die Förderorganisationen dort eine große Rolle spielen. Also das sind sicher alles Themen, die uns weiter beschäftigen werden, sei es im TEDnet der Akademien, mais aussi à la recherche à l'Université de Neuchâtel, je pense. Vous avez des projets de recherche, Shanra, qui s'occupent de telles questions?
Sie sind noch, ja. Oui, alors, les projets de recherche fondamentaux actuellement pas. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'avec mes collègues, on a un petit mandat d'évaluation d'un programme en ville de Genève qui s'appelle Ginov et qui est en fait un programme de soutien à des innovations qu'ils appellent sociétales, mais en grande partie donc des innovations sociales. Et c'est très intéressant d'évaluer après 5 ans d'existence ce programme et les problèmes qui sont rencontrés. Et effectivement, ce qui semble intéressant, c'est que ces programmes remettent en question en partie la vision qu'on a traditionnelle de l'État, hein, dans son fonctionnement, dans ses services, etc. Donc là, à mon avis, il y a déjà un chantier intéressant de recherche aussi pour la suite, c'est-à-dire comment redéfinir le rôle de l'État, notamment dans le domaine du social, de la culture, etc. Puis le deuxième aspect, c'est vraiment la question du scale-up, comme on en a déjà parlé aussi, mais vraiment la question de mettre en réseau les projets d'innovation sociétale qui apparaissent aussi comme importants dans ce petit mandat et qui, à mon avis, ouvrent la voie à vraiment des questions importantes. Je dirais vraiment ces deux questions importantes, c'est vraiment créer cet écosystème d'innovation sociale, faire du lien entre les projets. Ça, c'est à mon avis vraiment une piste de recherche très importante et aussi redéfinir aussi le rôle de l'État, sa fonction dans l'animation de l'innovation, je dirais, et sa participation à l'innovation également. Ganz herzlichen Dank für diesen Vorausblick aus der Forschung. Lucy Stoss, hast du noch etwas Wichtiges, das du uns sagen möchtest? Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit für eine letzte Frage haben. Es gab nämlich noch eine Frage an Frau Kramer. Ich weiß nicht, ob Sie von den Eingaben Beispiele nennen können. Es war nämlich die Frage, ob Sie ein Beispiel für ein Projekt nennen können aus dem Bereich Bewältigung der durch Covid beschleunigten digitalen Transformation, das eben der Definition von Professor Jeannerat entspricht, das also de la Société, par la Société und pour la Société ist. Katrin Kramer, ist das etwas, was man aus dem Stegreif beantwortet? Oder so? Ja, genau. Das ist eine Frage, und ob das... Also aus dem Stegreif sicher nicht, da müsste ich natürlich nachschauen. Und das Zweite ist noch, da wir mitten im Evaluationsprozess sind, darf ich da auch noch gar nicht zu groß darüber sprechen. Aber ich könnte es jetzt auch einfach so gerade nicht, da müsste ich in die Gesuche hinein. Ja. Also InnoSwiss ist sehr aktiv auf Social Media. Ich bin überzeugt, diese Frage, richten Sie das Elian aus, dass wir diese Frage einmal lesen wollen auf Social Media. Wir werden euch dann folgen. Das ist gut. Ja, wir sind bei der Schlussrunde angekommen. Wir möchten ganz kurz von allen Panelistinnen und Panelisten hören, welche Rolle spielen die SDGs für die soziale Innovation? Wer möchte beginnen? Das ist eine Überraschung. Mufid Sabo, quel est le rôle des SDG dans l'innovation sociale? Je veux bien commencer, merci. Je trouve que le rôle est énorme, effectivement, parce que les SDG montrent effectivement que nos défis sont complètement imbriqués, technologiques, climatiques, mais sociaux aussi, n'est-ce pas? Et je pense qu'il y a aussi une dimension, encore une fois, qui me paraît importante, c'est la vie en société, n'est-ce pas, qui apparaît aussi à travers ces SDG. Et je trouve ça fabuleux, effectivement, qu'on a pu se mettre d'accord autour de ces objectifs-là et que beaucoup de pays y participent. Donc, je trouve que c'est une grande lueur d'espoir là-dedans. Et je pense que ça peut être, et ça devrait l'être aussi, source de beaucoup d'innovations sociales. Merci beaucoup. Katrin Kramer, wir sind quasi an der Schwelle zu einer neuen BFI-Botschaft. Die Forschungsförderungsorganisationen sind im Moment daran, Ideen vorzubereiten für 2025/2028. Wir hören, soziale Innovation oder Nachhaltigkeit ist ein transversales Thema. Was wird für die InnoSwiss wichtig sein? Können Sie da schon etwas sagen? Ich kann da gar noch nicht so viel sagen. Ich kann nur sagen, es ist ein äußerst wichtiges Thema, weil wir im Moment auf allen Ebenen das Thema der Nachhaltigkeit diskutieren. Also
alle Ebenen bedeutet, dass man das in der Geschäftsstelle, wie beim Innovationsrat, beim VR, also das ist wirklich ein Thema, das wird diskutiert und da sind wir wirklich daran, da etwas, ein Konzept oder wie wir das auch intern dann nennen werden, zu erstellen. Also das ist wirklich etwas Wichtiges, das einfach, das muss in der, also ich denke, Nachhaltigkeit, wenn man fördert, wenn man Innovationsprojekte fördert, darf man Nachhaltigkeit nicht außen vor lassen. Das geht nicht. Aber das hoffen wir konnten Ihnen heute einige Ideen mitgeben, was da noch machbar wäre vielleicht. Yxhanra, qu'est-ce que vous pensez de la signification des SDGs? Je pense qu'en fait, pour une fois qu'on s'est mis d'accord au niveau de la planète sur des concepts, alors pas sur l'opérationnalisation, mais je pense que ça doit être le cadre de réflexion pour les prochaines décennies. Et puis finalement, donc, il faut s'y orienter. Maintenant, c'est considéré comme des objectifs. Il faut les problématiser avant de trouver des solutions. Il faut les problématiser à différentes échelles, locales, nationales, globales. Et là, alors à mon avis, il y a un grand rôle pour les sciences humaines et sociales là-dedans, c'est-à-dire que la question de l'institutionnalisation à différentes échelles de ces objectifs, leur mise en œuvre également, est cruciale. Et peut-être qu'on n'a pas assez parlé aussi peut-être du rôle des juristes, du droit aussi dans les innovations. Je pense que là, il y a énormément à faire. La Genève internationale, d'ailleurs, en est un bel exemple. Vielen Dank für diese Worte, die sehr schön den Kreis schließen und uns auch Ideen für die Zukunft mitgeben. Und wir möchten gerne auch von Jeanette Mora zum Schluss noch hören. SDGs, welche Bedeutung haben die SDGs für Recircle? Also die stehen bei uns natürlich sehr weit oben. Also, und ich denke auch, diese SDGs können wir nur mit sozialer Innovation erreichen oder bedienen. Also wir können nur vorwärts kommen mit sozialer Innovation. So bei uns ist das, steht das groß an der Wand. Ja. Genau, also ich glaube, wir nehmen viele Ideen mit. Ich habe mich sehr gefreut über dieses Podium. Ich möchte euch herzlich danken, dass ihr den Mittag geopfert habt. Ich habe gesehen, es hat von meinem ehemaligen Büro, der InnoSwiss, hat es viele Kolleginnen und Kollegen im Publikum. Ich habe mich gefreut, euch zu sehen, auch wenn nur von Weitem. Und wir haben auch viele Mitarbeitende oder sonstige Personen aus dem BFI-System, die heute mit uns waren. Wir haben nun eine gewisse Pause und aber ausnahmsweise ein Science Afternoon trotzdem im Sommer. Und zwar zum Erscheinen des großen Berichts über Wissenschaftskommunikation und Public Outreach. Dieser Bericht kommt am 15. Juli kommt er raus und am 19. August werden wir ein Science-Afternoon haben, völlig außerplanmäßig, keine Sommerpause. Darüber möchten wir sprechen in der Zeit der sauren Gurken. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Merci beaucoup de nous avoir rejoint. Et puis nous vous reverrons peut-être le 19 août au Science Afternoon sur la communication scientifique et le grand rapport d'experts qui va paraître prochainement. Merci beaucoup et vielen Dank auch an unser Team. Schönen Sommer, bon été.